Schönen guten Tag und moin moin. Wir sind die Herren von Revolverheld und wir fühlen uns sehr wohl in Grömitz. Haben hier eine schöne Zeit am Strand, also schaut es euch mal an. Ist sehr empfehlenswert. Moin moin, ich bin Jakob und spiele Schlagzeug. Ich bin Nils und spiele Gitarre. Ich bin Johannes und singe. Ich bin Flo und bin Bass. Ich bin Chris und spiele Gitarre. Die Schleswig-Holsteiner Mädels sind alle sehr derbe. Nein. Nein, ich glaube, die Schleswig-Holsteiner Mädels sind alle sehr unzickig und unkompliziert und sind Wind und Wetter erfahren und stellen sich nicht wegen jedem Scheiß an. Also es ist definitiv so, dass das natürlich eine Wahnsinnssache für einen Musiker ist, wenn man einen Song schreibt und man spielt dann die ersten Konzerte. Wir waren ja jetzt gerade auf Tour, Live und in Farbe Tour, erster Teil, und haben gesehen, wie Leute mitgesungen haben, gehört, wie Leute mitgesungen haben, und man merkt, dass das so ein bisschen die Leute berührt und dass sie ihre Geschichten damit verbinden. Das ist schon sehr beeindruckend für einen selbst, wenn man sich das in seinem kleinen Kämmerchen ausdenkt, natürlich den Wunsch hat, dass es so ist, aber sich das immer nicht vorstellen kann, und das bewegt einen schon. Ich glaube, so wahnsinnig berühmt sind wir nicht, und bei uns war es einfach immer so, wir sind 5 Jungs, die wollten immer Musik machen, die haben immer Musik gemacht. Von Kindesbeinen an, dann in Schulbands gespielt, und irgendwann haben wir uns irgendwie so zusammengefunden und haben eigentlich direkt ab dem ersten Ton gemerkt, das passt alles super zusammen, und dann haben wir einfach wahnsinnig viel Musik gemacht und irgendwann wollten es immer mehr Leute hören, und irgendwann schleicht sich dann dieser Begriff berühmt ein, was dann ja irgendwie so ein Nebeneffekt ist, wenn viele Leute zu den Konzerten kommen und die Platten kaufen. Berühmt ist ja genauso ein inflationäres Wort wie Star in der heutigen Zeit und ist leider ja auch oft eine Motivation für Kids anzufangen mit ich will auch mal ins Fernsehen oder Musik machen oder so, aber das sollte nicht die Motivation sein, war es für uns auf jeden Fall nicht. Wir wollten einfach so viel Musik machen, wie es nur irgendwie geht. Wir texten ja relativ direkt, versuchen so ein bisschen die gesprochene Sprache mit in unsere Texte einfließen zu lassen. Wir hatten so ein bisschen dieses Bild, dass ein Revolverheld mit Worten auf einen zuschießt. So ist der entstanden, der Name, und ist dann geblieben. Ist jetzt schon 6 Jahre unser Bandname. Also meine Eltern fahren hier schon seit, weiß ich nicht, 20, 25, 30 Jahren immerhin, und ich bin regelmäßig immer mit dabei. Natürlich schon seit ich ein kleines Kind bin, fahre ich immer gerne her. Sind oft so in Scharbeutz in der Ecke am Strand, und ja, deswegen kenne ich die Ecke ganz gut. Und wenn jetzt noch die Sonne rauskommt, wird es heute Abend sicher nett. Ich glaube, es wird eine große Party. Es ist ja alles hier ausgebucht, alle Hotels sind voll, deswegen werden sicher heute Abend alle Leute an den Strand gehen, und dann wird es ein ganz sicher ein nettes Ding.